ich darf ja nicht mitstimmen und ich habe mich auch wirklich der Stimme völlig, ich habe mich völlig zurückgehalten. Muss ich ja, oder auch? Stimmt. Strenge Jury-Sitzerin, Vorsitzerin, Nachsitzerin. Vorsitzerin. Ja, also wie viele sind denn jetzt weiter? Wie viele? Ja, es ist ja so, dass es hätten eigentlich 4 sein sollen, aber es sind 5. Ja. Weil wir, ja, das ist, es ist einfach... Weil ihr zu gut wart. Ja, es ist wirklich schwierig für uns und es ist so ein bisschen, man muss sich so im Inneren ein bisschen zerreißen. So geht es uns wirklich. Gut, dann fangen wir vielleicht mal mit dem oder der Ersten an und nennen einfach mal einen Namen. Ja, ich möchte noch dazu sagen, die Reihenfolge, in der ich die Gewinner verlese, hat also nichts mit irgendwelche erste, zweite, dritte Platz oder sowas zu tun, sondern es ist einfach so durchgemischt. Und auf jeden Fall bei der Endausscheidung mit dabei wird sein die Nasim. Ja! Der Name genannt wird, bitten wir nach vorzukommen und gleich mal hier vorne zu bleiben. Wer ist denn noch dabei? Noch dabei ist auch Sebastian. Ja! Der oder die dritte im Bunde. Der oder die dritte, es ist der dritte und er heißt Felix. Ja! Ja, so. Es darf geschrien werden. Ja, unbedingt. Es darf jubeln, geschrien werden. Es dürfen freudige Tränen fließen. Alles ist erlaubt. Also zwei sind noch. Ja, zwei sind noch dabei. Ja, nicht schon mal. So, bei der Endausscheidung mit dabei wird auch sein Konstantin Weiland. Ja. Herzliche Gratulation. Eine Kandidatin haben wir. So ist es. Ja. Und wer die Jury auch noch begeistert hat und bei der Endausscheidung mit dabei sein wird, ist Dima Ziumann. Ja! Ja, das ist also das Bild derjenigen, die weiterkommen. Ja? Gut, gut. Ich darf zu euch kommen.